Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, noch eine Aufnahme zu machen, auch wenn es im letzten Spiel super merkwürdig lief. Ich habe aber trotzdem gewonnen. Ich würde halt gerne mal wieder spielerisch ein bisschen auftrumpfen und nicht nur mit meinen Kopfballspielern, Kopfballtoren. Aber ich muss auch dazu sagen, ich spiele zurzeit weder mit Stindl noch mit Firmino noch mit Modest fußmäßig und Kane fußmäßig zufrieden. Aber Stindl ist halt auch wieder so ein Spieler, wo ich sage, fuck man, da muss doch funktionieren, das kann doch nicht wahr sein. So, 24 Spiele, wir haben jetzt 45, das heißt, 24 Spiele hatte er ursprünglich, also sind es 20, sind es 21 Spiele, wir müssen mindestens 3 abziehen. Also sind es 18 Spiele, maximal 18 Spiele, den hat er 3 Tore gemacht und 4... 5 Vorlagen, sind wir immer noch bei 8 Scorerpunkten, ewig keinen mehr gemacht. 8 Scorerpunkte in 18 Spielen, das ist schlechter als 0,5. Das ist halt echt scheiße, Mann. Und der hatte Chancen, wenn es nur Halbchancen waren. Müller hat die halt auch regelmäßig reingeknallt. Das mache ich nur mit Stindl, ey. 3 Spiele müssen wir abziehen hier. Oder? Da hat er in... Nee, Quatsch. 2, ne? In 4 Spielen 2 Scorerpunkte. Also ich gebe Modest auf jeden Fall noch eine Chance und Stindl bekommt jetzt von mir noch mindestens dieses eine Spiel hier. Er macht ja, teilweise macht er halt auch wirklich gute Pässe, gerade im Mittelfeld hat gute Balleroberungen, also er ist ja manchmal, also er ist schon teilweise positiv auffällig, aber er macht einfach die Dinger nicht rein, wenn er das machen soll. Und er hat irgendwie auch nicht so, ach du Scheiße, nicht so oft die Situation, wo ich sag, oh geil, oh Neuer auch noch am Tor, was ist denn das für ein Team, bitteschön. Jetzt müssen wir uns konzentrieren, komm. Scheißegal, Stindl und Modest, die werden jetzt durchdrehen. Einfach konzentrieren. Und nicht so erzwingen, spielerisch versuchen zu lösen. Über jede Ecke freuen, aber auch spielerisch versuchen, die ganzen Geschichten hier zu lösen. War meiner Meinung nach kein Foul. 31 Meter, das kann er direkt machen, wenn er will. Pogba, der kann das. Ja, aber nicht so. Schwacher Pass. Also schwach ausgeführt, meiner Meinung nach. Da war Platz. Das war eher ein Foul als vorhin von Sokrates. Aber egal. Okay, ich mache gerade richtig gute Pässe. Das haben wir eigentlich zum Beispiel. Super zurückgearbeitet. Von Stindl. Schwacher Abschluss. Abgefälscht, Ecke. Aber es gefällt mir ganz gut nach. Ach, war keine Ecke, weil es im Allgemeinen abgefälscht. Aber es gefällt mir bisher ganz gut nach vorn. Da waren ein paar gute Spielzüge dabei. Sollte rüber auf Pissdeck gehen, aber komplett alleine. Okay,
Okay, können wir froh sein, dass es noch nicht 1-0 steht. Wäre aber auch jetzt kein rausgespieltes Tor gewesen. Wurde leider abgefälscht, die Flanke. Schön gemacht von Bentaleb. So was habe ich von Goretzka nicht gesehen. Ball hat er eigentlich Hummels schon. Schön gemacht von Hummels. Ich kann nicht auf Stindl warten, wechseln. Stindl hätte den Ball natürlich bekommen, wenn ich auf Stindl hätte wechseln können. Kommt nicht zum Passen. Verstehe nicht, warum das kein Foul ist. Also, er macht halt nichts, als an mir rum zu ärgern, bis der Ball halt weg ist. Aber leider halt auch wieder ein ziemlich guter Spieler, muss man so sagen, es ist. Vor allem komme ich halt wieder nicht über außen in die Mitte. Ich hatte schon einige gute Situationen, wo ich über außen durch war, wie jetzt vielleicht. Ne? Und ich habe halt einfach nicht in die Mitte gezogen kommen, weil die das einfach mittlerweile so gut verteidigen. Es war auch wieder, ach, ich will nicht drüber reden, was es war. Es war einfach wieder nur Scheiße durchgezogen. Hätte halt so geil werden können. Ah, wenigstens mal ein Foul. Auch ewig keinen Freistoß mehr aus so einer Position gehabt. Dembele. Bentaleb. Schade. Sollte ich einen ähnlichen Freistoß in dem Spiel bekommen, werde ich ihn einfach ablegen, weil er würde wahrscheinlich nicht damit rechnen. Immerhin mal eine Ecke. Auch wieder schwieriger Gegner, schwer durchzukommen. Ich schaff's halt vor allem überhaupt nicht mehr über außen nach innen zu ziehen. Das ist so ärgerlich, was ich da am Anfang für Tore gemacht habe. Die Pässe kommen nicht mehr an. Oh was?
Wie waren wir denn da zuletzt dran? Sehr gut gemacht von Hector. Schön gemacht mit Sokrates. So, und jetzt? Wie ich es gesagt habe, ich komme dann einfach nicht in die Mitte rein. Der Ball wird immer abgefangen, der Pass ist immer weg. Und wenn dann vielleicht mal innerhalb von 10 Pässen mal einer durchkommt, dann wird auf Garantie nicht geschossen. Schön gemacht von Sokrates. Verstehe ich nicht, wie das Abseits sein kann. Soll aber auch nicht dahin gehen, der Pass, von daher egal. Ist ja wohl nicht an Reus adressiert, aber der hat dahin gepasst, aber er sollte nicht dahin passen. Leider gut gemacht. Nein, ich habe doch nur extra das abgebrochene. Wechsel mal die Spieler. Das ist ja schon wieder total anstrengendes Spiel, total schwer. Aber wie gesagt, wir sind einige Male, hat man echt eine gute Position über außen, aber das in die Mitte ziehen und da irgendeine Gefahr ausstrahlen, komplett tot. Und das ist halt einfach das Problem. Wenn wir das nicht hinbekommen, was soll dann schon passieren mit der Formation? Null, null. Oh, knapp. Schön gemacht von Hector. So, und jetzt bringt es mir halt wieder nichts, dass ich hier mit Ribéry stehe. Nichts.
War natürlich wieder nicht geplant, da zu lupfen. Es lag einfach wieder daran, dass ich einen Spieler gewechselt habe. Er kommt aber leider viel zu gefährlich an mein Tor ran. Das gefällt mir nicht. Also er kommt viel besser in den Strafraum als ich bei ihm. Schön gemacht von Hummels. Schwacher Pass von von Modest. Ach Mann, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir doch nicht. Es ist ein gerechtes Unentschieden bisher, leider. Obwohl der Gegner jetzt in letzter Zeit gefährlich in meinen Strafraum kommt. Mann, aber wie gesagt, der Schlüsselpunkt ist einfach über außen nach innen ziehen. Es ist einfach der Schlüssel. Es wird mittlerweile so gut verteidigt. Und durch die Mitte generieren wir einfach keine Torgefahr. Zumindest gegen die wirklich guten Gegner ist das so selten der Fall. Ich habe auf Passen gedrückt, was da ich Stindl raushaut, weiß ich nicht. Nice. Ach, eine Ecke, da war noch jemand dran. Na gut, dann ist er wieder ziemlich glücklich. Vielleicht macht der Modest was Geiles. Oh, Idiot, bescheuerter! Nicht aufregen. Nice luck. Verteidigt auch wirklich sehr gut mit seinen Außenverteidigern. Leider. Haben wir wieder dran. Hab eigentlich direkt auf Passen gedrückt, aber ging noch gut. Oh nein! Nicht aufregen, aber das ist halt so bitter. Also er rennt da raus und dann denkt man, jetzt kann man den Ball vorbeilegen und dann schießt man, aber nee, macht er nicht. Er rennt halt raus und hat den Ball. Scheiße, was hätte ich denn da besser machen können? Schussdeutung vielleicht? Und das ist so ein Typ, der schießt auf gar nicht die total glänzenden Elfmeter, ey. Wenn er schon die ganze Zeit nur mit seinem blöden Ballrollen da ist, da ist jetzt schon klar, dass der. Die ganze Zeit dann nur die perfekten Elfmeter schießt, einen nach dem anderen.
Kanté einfach auf den Kopf geschossen. Oh ja, man hat es gesehen, er stand einfach so behindert da, so blöd aus der Drehung. Oh, ich krieg den falschen Spieler. Wenn jetzt ein Tor frisst, dreh ich durch. Ja, Hauptsache kein Tor. Wichser. Einfach nur dumm gelackt, ey. Oh, unglaublich, unglaublich. Glückwunsch für dieses Scheißspiel. Er lag sich halt einmal die Situation zusammen, ey, zum Kotzen. Nur weil meine. Und warum wieder? Weil die Spieler hinten dieses komische Flipper spielen und den Ball so beschissen rausschlagen. Wenn das nicht passiert wäre, hätte jetzt ja auch nicht so ein Suarez alleine vom Tor gehabt. Toll, Glückwunsch, ja, 94er Suarez, herzlichen Glückwunsch. Hast ja nur einer der besten Spieler dafür gebraucht. Natürlich ist jetzt kein Ausgleich mehr, das soll klar sein. Komm jetzt, Modest, das ist jetzt ein ultra wichtiger Moment. Mach jetzt verflucht nochmal das Kopfballtor. Mach das Ding jetzt rein. Fuck you, ey. Scheiß Dreckspiel. Oh, was für ein Kackspiel. Was für ein Kackspiel. So unverdient, dass er so spät ist, den Führungstreffer macht. So unverdient. Ach Mann, vielleicht hätte ich nicht noch eine Aufnahme machen sollen. Aber gut, das ist ja eigentlich egal. Ich habe ja nicht schlecht gespielt. Ich habe ja gut verteidigt. Das war das einzige Mal, wo der Gegner alleine vom Tor war und schießen konnte. Das einzige Mal. Ich hoffe, ich gewinne jetzt, ey. Wenn ich das jetzt auch noch verliere, dann herzlichen Glückwunsch. Und ja, Modest. Oh, ey. Ich weiß nicht, was mache ich mit dem? Ich glaube, den kann ich echt rauskicken. Funktioniert einfach nicht bei mir. Funktioniert einfach nicht bei mir. Macht keine Tore mit dem Fuß. Mit dem Kopf macht es ja auch nicht regelmäßig. Zwei Tore in wie viel müssen wir abziehen? In fünf Spielen. Fühlt sich halt auch nicht besonders an. Das ist halt direkt das nächste wieder. Ich bin einfach komplett enttäuscht. Ach, das regt mich auf, ey. Ich glaube, ich gebe ihm noch ein Spiel eine Chance. Trotzdem regt es mich auf. Aber mich regt ab. Also. Logischerweise, wenn ich die letzten Weekend Leagues angucke, relativ konstant spiele ich, machen wir relativ viele Siege, 16 Siege, dann 19, dann 17. Also ich kann ja eigentlich zufrieden sein und ich scheint nicht so schlecht zu spielen und ich habe anscheinend jetzt auch schon spiel wahrscheinlich auch schon einen Tick besser, als ich früher gespielt habe. Aber es regt mich trotzdem auf, wie das momentan läuft, weil ich weiß, dass ich am Anfang so gut über außen gekommen bin und jetzt nicht mehr. Klar kann es daran liegen, dass die Gegner das antizipieren, dass die Gegner das besser verteidigen, aber es kann doch nicht sein, dass das gar nicht mehr funktioniert. Das ist halt das, was mich aufregt. Oder eine der Sachen, die mich aufregen. Ich meine, die Gegner schaffen es auch nicht wirklich oft und gut bei mir in die Mitte zu ziehen. Also ich verteidige es wahrscheinlich auch ganz anständig, aber es ist halt einfach nervig, dass man das nicht mehr so hinkriegt wie früher. Und da habe ich auch Weekend League gegen starke Gegner gespielt. So, ich gebe ihm wie gesagt noch ein Spiel die Chance, deswegen gebe ich ihm jetzt die zwei Bronzeverträge. Dann war's das für Modest. Ärgerlich, aber ich habe halt echt das Gefühl, entweder muss der Spieler mega kopfballstark sein, wie ein Kane oder Benteke, oder er muss halt einfach klein und quirlig sein. Also das scheint so die Option zu sein, die ich habe, aber so ein Modest, so ein Panzer, mit dem kann ich anscheinend aber nichts anfangen. Ja, komm, wieder ein krasses Team, was sonst? Egal. Nur ein 86er. Ich kann immer zufrieden sein, dass ich die Null lange gehalten habe. Also defensiv war das ja gut, nur offensiv war es halt einfach scheiße.
Hatten aber auch recht wenig Chancen. Wieder eine Situation, wo ich einfach direkt schießen muss und ich es halt wieder nicht hinbekomme, direkt zu schießen, weil ich denke so, ah, eine Sekunde Ball annehmen oder eine halbe Sekunde oder ein Bruchteil einer Sekunde Ball annehmen, das kriegt er schon noch hin und dann schießt du erst mit Kane. Ich muss halt einfach mehr direkt schießen in solchen Situationen. Es ist, kann man nicht so schwer. Umsetzbar sein. Schade. Schön mit Squee. Nicht so schön. Aber direkt wiedergeholt mit Mané. Schöner Pass auf Arnautovic. Meiner Meinung nach, ich zieh dich aufs rechte Eck und er schießt ins linke auch. Also es ist auch wieder so ein Ding, was ich nicht verstehe in letzter Zeit. Was ist denn da los? Aber egal, bleiben ruhig, es steht 0-0. Geht, der scheint meiner Meinung nach nicht so gut zu spielen wie der letzte. Vom Gefühl her. Deswegen werden wir jetzt hier auch ganz easy. Nicht easy, aber wir werden gewinnen. So, direkt schießen. Warum mache ich das dann nicht öfters? Mein, ich reg mich gerade über mich selber auf. Ich hasse mich gerade selber, wie ich spiele. Schwacher Linker macht ihn halt trotzdem. Solche Tore erwarte ich von dem Kane, ohne Scheiß. Warum schieße ich nicht? Ich glaube, das ist echt ein großes Problem von mir, dass ich nicht. Ich meine, klar, manchmal schießen die auch einfach nicht direkt, das ist ja das Nächste. Aber es gibt auch viele Situationen, wo ich einfach immer noch denke, jetzt nehmen wir mal den Ball an und schießt dann. Das ist halt einfach der Fehler, den ich schon beim letzten Mal festgestellt habe und ich ihn einfach nicht rausbekomme. Schön gemacht von Mané. Schade, das wäre ein schöner Laufpass geworden. Oh, da habe ich diesmal ein bisschen zu lange geeiert, das war meine Schuld. Ganz schwaches Ding von, ich weiß nicht, ob es Coleman war, aber ich glaube, es war Coleman, der da dem das Bein rausstellt, wodurch er dann halt aus dem Spiel genommen wird. Ich hätte da nichts gedrückt, hat er selber gemacht.
Welchen Kane hatte denn eigentlich er? Gar nicht drauf geachtet. Wie er dadurch zwei Leute durchkommt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall unnötiges Gegentor. Schön gemacht von Coleman. Lackertor ist mir aber gerade scheißegal. Hätte man vielleicht sogar nicht schießen und sondern reinspielen sollen, aber die, wie gesagt, das Reinspielen klappt ja aber nicht. Vielleicht hätte man auf Kane spielen können. Also nicht beim zweiten Schuss, beim ersten Schuss. Wollen wir mal Zeit, dass er mal wieder ein Tor macht. Aber wir haben auch lange kein klassisches Lackertor mehr gehabt. Mane, haben sie ihn ausgesprochen. Ich dachte, er wird Mane ausgesprochen. Ach, ich bin trotzdem nicht zufrieden mit meinem Spiel gerade. So generell, so allgemein jetzt. Nicht nur in dem Spiel, nicht nur in der Aufnahme. Und so allgemein eigentlich schon in der ganzen Weekend League, klar, ich bin nicht so schlecht. Wir haben ja auch einige Spiele gewonnen, waren ganz guter. Also der Start war okay, ja, war ganz am Anfang war schon richtig gut eigentlich. Mit, ich glaube, 4 Siegen und einer Niederlage. Aber dann wurde er zu okay Start. Aber ich bin trotzdem, ich glaube, in einem Spiel nicht so auf dem Level, auf dem ich sein könnte. Da ist mehr drinne. Jetzt wenigstens das Spiel mal runterspielen und gewinnen und dann der Rest dann Samstag, Sonntag. Das ist ein Foul. Schade. Ich komme halt auch nie da irgendwie rumgetrippelt oder so. Es ist ein bisschen, naja. Wie gesagt, das Spiel jetzt runterziehen und da habe ich, glaube ich, schlecht gezielt. Den muss ich eigentlich machen mit Kane. Das muss ich zugeben, war, glaube ich, mein Fehler. Weil er fliegt eigentlich genau dahin, wo ich ihn hinziehe und das war einfach schlecht. Aber es ist auch immer nicht so einfach, ne, aus diesem spitzen Winkel da. Mussten dann leider loswerden den Ball, da war halt niemand mehr.